Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich zeige euch in diesem Video das ganz neue Catrice Sortiment, das was jetzt im Frühling 2023 in die Regale kommt und was ihr euch dann natürlich kaufen könnt. Online bekommt ihr die Sachen jetzt auch schon bei catrice.de, da habe ich auch bestellt und ich habe mir so die interessantesten Sachen bestellt. Ich habe eine Menge da. Ich habe jetzt auch gerade alles abgefilmt und mein Kopf ist voll. Und was es da noch alles gibt, das setze ich euch am Ende des Videos. Es könnte ein etwas längeres Video sein. Ich weiß es jetzt auch gerade noch gar nicht, weil ich ja jetzt erstmal filme, nachher schneide ich zusammen. Und ja, dann schauen wir mal, dass ich euch die Sachen so gut wie möglich präsentieren und zeigen kann. Vergleiche mache ich in einem anderen Video. In diesem Video geht es nur darum, was gibt es alles, was habe ich bestellt und wie sind die Sachen? Könnt ihr euch die bestellen? Sind die gut? Was sage ich dazu? Ich habe versucht, mir so ein kleines Urteil zu bilden. Ist natürlich auch immer nur meine persönliche Meinung, das ist ganz klar. Aber ich versuche euch die Sachen so nah wie möglich zu bringen, damit ihr dann letztendlich entscheiden könnt, was ihr davon mal testen möchtet. Solltet ihr euch die Sachen online bestellen? Ihr könnt natürlich auch warten, bis die Sachen in der Drogerie sind. Das ist manchmal ja auch wirklich ratsam. Dann kann man sich die Sachen vor Ort anschauen. Allerdings weiß ich natürlich nicht, weil ich ja mit Catrice soweit nicht zu tun habe, ob die Sachen alle in die Drogerie kommen oder nur bestimmte Sachen. Das weiß ich natürlich nicht. Aber dann wisst ihr vielleicht schon mal, wie die Sachen so aussehen. So, jetzt lege ich los. Ja, als allererstes, und das habe ich schon in der Drogerie gesehen, das gibt es jetzt schon bei Rossmann zum Beispiel, die Foundation von Catrice, die ganz neue. Und das ist ein Tinted Serum Foundation mit Hyaluron und Vitamin E. Sehr, sehr schönes Produkt, bin ich von begeistert und habe ich zusammen mit der ganz neuen Puder Foundation aufgetragen. Also zwei nagelneue Produkte, die ihr von Catrice jetzt bekommt. Da hier steht drauf 18 Stunden HD Matte Puder Foundation mit Lichtschutzfaktor 15. Mit Spiegel und Sponge steht hier drauf. Ja, ich habe die beiden einfach mal aufgetragen. Geht gar nicht so darum, dass man das vergleicht. Wie sieht das aus? Das ist ganz klar, dass eine Serum Foundation mit Hyaluron natürlich schön feucht aussieht und schön aussieht wie Haut. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kann ich auch noch mal mit der anderen Foundation, habe ich mir hier schon hingestellt, mit der hier vergleichen, dass man sieht, so muss man die haben, muss man die nicht haben, wie ist da so der Unterschied? Das Video kommt natürlich auch, das ist ja klar, seid ihr bestimmt neugierig, ob man das neue Produkt haben muss. Also ich war jetzt begeistert und habe auch Gott sei Dank die richtige Farbe 020. Boah, das war anstrengend, die richtige Farbe zu bekommen. Ihr wisst ja, ich bestelle dann immer einen Ton heller, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Farbton, gefällt mir gut. So, Matte Puder Foundation natürlich. Ich bin ja gerade hier Profi. Puder Foundation, Lavera, Maybelline, alles Mögliche. Auch da kann ich gerne, wenn ihr möchtet, nochmal einen Vergleich machen. Ich habe es einfach jetzt nur mal aufgetragen, um mir irgendein Urteil zu bilden, um euch zu sagen, ist das ein gutes Produkt oder nicht. Und ich kann euch nur sagen, ich zeige es euch auch gleich. Ich war mit beiden Produkten sehr zufrieden. Das ist mehr was für trockene Haut, das ist mehr was für ölige Haut oder Mischhaut. Geht bei mir auch ganz gut. Ich finde beide echt ganz gut auf der Haut. Und jetzt zeige ich euch einmal, wie es aussieht.
Dann gibt es sowas hier und zwar, ich lese mal vor, Holiday Skin Bronze and Glow. Also, ich sag euch mal, das ist auch ein richtig tolles Produkt. Ich bin sehr glücklich, dass ich mir das bestellt habe. Das könnte ein Jahresfavorit werden, jetzt schon, weil ich Catrice Bronzer über alles liebe. Das sind für mich immer die schönsten Bronzer überhaupt. Und dazu dann noch ein wunderschöner Highlighter, also eine ganz tolle Palette. Und ich zeige euch mal, wie die Produkte im Gesicht aussehen. Ja, da bin ich wirklich sehr begeistert. Ja, der Chic Lover, der hat jetzt Konkurrenz bekommen. Es gibt zwei Stück. Auch das kann ich gerne vergleichen am Video. Jetzt erstmal nur, es gibt eine neue Farbe. Das ist der alte und das ist der neue. Und da seht ihr schon den Unterschied. Sehr, sehr schön. Der sah ja auch mal anders aus. Der sah so aus wie der hier. Der ist ja jetzt ganz neu. Habe ich aufgetragen. Kann ich euch zeigen. Ach, ich liebe beide. Also der ist genauso toll wie der ältere. Und der ist ja sowieso mein Lieblingsprodukt immer schon gewesen. Schon von Anfang an, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und der hier ist ein anderer Farbton, aber die gleiche tolle Konsistenz. Und ich bin sehr, sehr begeistert davon. Also hat mir sehr gut gefallen. Ja, wenn ihr möchtet, kann ich auch das mal vergleichen. Mache ich so ein Vergleichsvideo. Ist ja bestimmt ganz interessant für euch. Dann gibt es jetzt von Catrice, und da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher, ob das wirklich in die Drogerie kommt oder ob man das nur online bestellen kann. Es gibt drei neue Face Sticks, und zwar Blush in Stickform. Könnt ihr aufdrehen, ist ordentlich was drin, ist ein schönes, saftiges Produkt. Boah, ich hatte echt Angst, als ich die bestellt habe. Ich denke so, na, mal gucken, ob die sich gut verteilen lassen. Also ordentlich pigmentiert, man muss ein bisschen aufpassen. Ich zeige euch das auch, wie ich das aufgetragen habe. Ich habe immer ein bisschen viel genommen. Ich war immer so, wie man denn so ist. Man freut sich halt über neue Produkte. Man ist total begeistert. Ich habe mich auch gefreut, dass es schon da ist. Und gehe dann mit dem Pinsel da rein und denke so, ha, mach mal ordentlich. Und dann hatte ich natürlich wieder eine krasse Wange. Ich gehe dann immer einfach mit dem Foundation-Pinsel nochmal rüber. Und dann sieht das ganz toll aus. Alle drei Farben im Vergleich. Habe ich Fotos gemacht, zeige ich euch im Gesicht und kann man natürlich auch auf die Lippen auftragen und auch auf die Augen. Also ihr braucht im Grunde genommen nur diesen Stift und könnt euch die Augen, die Wangen und die Lippen damit ganz toll schminken, wenn ihr möchtet. Also ich zeige euch mal, wie die aussehen.
Ja, dann gibt es insgesamt, also was es gibt, wie gesagt, mache ich auch noch Screenshots, zeige ich euch am Ende des Videos. Es gibt insgesamt zwei so eine Face-Paletten und ich habe mich für die Sunglow Eye and Cheek Palette entschieden und zwar für diese Töne. Da habe ich gedacht, das passt zu mir irgendwie am besten. Das sieht so aus, als wenn ich das auch jeden Tag benutzen kann. Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man das online bestellt. Wie gesagt, wenn das in die Drogerie einzieht, könnt ihr euch das vielleicht vor Ort anschauen. Es ist immer ein bisschen schwierig. Man muss sich dann entscheiden, ein bisschen Zeit nehmen, aber hat auch Spaß gemacht zu stöbern. Neue Produkte sind immer spannend und immer schön. Und damit habe ich mich geschminkt und auch damit war ich wahnsinnig begeistert. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen und das zeige ich euch jetzt auch mal. Ja, und dann gibt es noch was ganz Tolles. Ich bin also durchweg begeistert von den Sachen. Es gibt eine neue Five in a Box Palette. Und da habe ich, als ich die bestellt habe, dachte ich so, na, du wirst sie zeigen, du wirst sie auch swatchen und dann ist gut. Dann packst du sie in die Ecke, weil das werden nicht deine Farben sein. Tja, hast du gedacht, ich wollte mich gar nicht damit schminken und hatte dann das eine Auge mit dieser Palette fertig. Und dann habe ich gedacht, mach es mal, teste mal einfach, weil ich wollte euch unbedingt auch erzählen, wie so die Konsistenz ist. Manchmal denkt man, ach, eine neue Palette, die ist bestimmt genauso toll. Und dann ist man einfach total enttäuscht. Und die Five in a Box von Catrice, die kann ich euch alle echt empfehlen. Da kenne ich nur die blaue mit Schwarz nicht. Also da gibt es mit Blau, Schwarz oder Grau oder so. Die kenne ich nicht. Alle anderen kenne ich und bin echt begeistert. Also das ist richtig, das ist High-End-Qualität. Und wie gesagt, die sieht so ganz langweilig aus. Aber jetzt schaut euch mal an, was ich damit wirklich geschminkt habe in kürzester Zeit. Ich bin, glaube ich, mit dem Ton angefangen. Dann natürlich wieder dann dunkel werden außen und so weiter. Boah, ich bin begeistert. Und das hier ist der absolute Burner-Ton. Also, ich sag's euch, so eine tolle Palette. Ich war so begeistert beim Schminken. Ich bin da ganz na, nicht negativ rangegangen, aber ich dachte so, ja, schminkst einfach mal das Auge und dann guckst du mal. Boah, echt mega Qualität und eine wunderschöne, tolle Palette. Ja, ich bin echt richtig doll begeistert, was man daraus zaubern kann.
Ja, dann zeige ich euch nochmal so nebenbei nochmal die Lippenprodukte. Das habe ich jetzt hier gerade drauf und das habe ich einmal so zwischendurch drauf gemacht. Ich habe mich immer gewundert, wonach riecht das denn? Und zwar sind das diese beiden Produkte gewesen, die es umsonst kostenlos, weil ich einen bestimmten Bestellwert hatte, dazu gab. Habe dann einfach gedacht, Mensch, wenn du so ein Schminky machst, dann hast du wenigstens noch ein paar Lippenprodukte dazu. Und ich denke mal, wonach riecht das? Wonach riecht das? Und guck dann immer so, wonach riecht das denn wohl? Nach Melone. Ich dachte erst nach Erdbeere. Boah, was für ein tolles Produkt. Richtig, richtig reichhaltig auf den Lippen. Also der kommt jetzt hier gleich ganz vorne an. Den werde ich, glaube ich, jetzt jeden Tag benutzen, weil ich immer so trockene Lippen habe. Das hier ist natürlich ein bisschen was Schickeres, ne? So laufe ich nicht immer rum, aber trotzdem, oh, total meine Farbe. Liebe ich echt ganz toll. Ja, und ganz zum Schluss kommt natürlich mal wieder eine neue Palette aus der Serie. Davon gibt es ja ganz viele in der Drogerie. Ich glaube, 3 oder 4 Stück. Die sind immer alle ganz toll. Also wenn ihr euch mal da für 10 € was gönnen möchtet und ihr sucht so ein bisschen richtig gute Qualität, kann ich euch diese Paletten immer wärmstens empfehlen. Und mich hat jetzt mal interessiert, wie sind denn so die neuen Farben? Kann ich mich da überhaupt mit schminken? Ich war eigentlich ganz begeistert, als ich das gesehen habe. Ich dachte nur so, oh, was machst du denn damit? Ja. Damit kann man natürlich alles Mögliche machen. Man kann natürlich auch mit diesem tollen Türkiston einen Lidstrich ziehen, ne? Nur ich bin ja Make-up-Coach-Fan. Ich nehme dafür immer Stifte. Ich habe auch jetzt einfach nur schwarz genommen. Ich habe mal versucht, damit jetzt irgendwas zu zaubern. Und ich hoffe, es ist mir gelungen. Und das zeige ich euch jetzt auch mal, was man daraus zaubern könnte. Ist ja nur ein Beispiel, weil man kann ja, ach. Damit kann man sich ja eine Woche lang jeden Tag anders schminken. Ich zeige euch mal, was ich da jetzt so spontan draus gezaubert habe. Ja, das war's. Das war das neue Catrice-Sort. Nochmal auf Deutsch. Das war das neue Catrice-Sortiment Frühling 2023. Megaprodukte, ganz toll. Ich bin von jedem Produkt hier wirklich begeistert. Ich bin überhaupt von gar nichts enttäuscht und sie strahlt. Sie strahlt. Ich sag's euch, bestellt euch was. Das macht so glücklich. Alles ist toll. Alles werde ich jetzt benutzen und mich jeden Tag daran erfreuen. Und ich denke mal, wir machen noch ein schönes Vergleichsvideo, damit ihr dann auch wisst, neu zu alt.
Gibt es da Unterschiede? Müsst ihr die neuen Produkte haben? Müsst ihr. Spaß. So, ich sag tschüss, bleibt gesund. Danke, dass ihr da wart und lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Und dann gerne bis zum nächsten Mal und schreibt mir unbedingt was in die Kommentare, was ihr so am besten findet oder so. Bis dann, tschüss. Yeah.